Wir sind auf dem Ponyhof Schwarzenberg. Bei mir ist der Herr Hess vom gemeinnützigen Verein. Ich muss das lesen, weil es ist so ein langer Name. Der gemeinnützige Verein zur Unterstützung des therapeutischen Reitens und der heilpädagogischen Förderung Behinderter mittels Reiten. Was bedeutet das genau, Herr Hess? Also das ist eine exakte Umschreibung, wie es letztlich die Steuerbehörde hat wollen, weil wir sind die Beiträge, die wir bekommen, sind steuerbefreit und darum so einen komplizierten Titel. Wir sind eigentlich der Förderverein vom Ponyhof Schwarzenberg. Und wir unterstützen Erwachsene oder Kinder aus Familien, die sozial nicht so gut gestellt sind. Das ist eigentlich unsere Aufgabe. Dann darf ich von dem ausgehen, der Verein ist auch aus dem Grund aus entstanden. Ja, ganz genau. Das ist eigentlich das Bedürfnis gewesen, ja. Mhm. Frau Hauter, wie finanziert sich der Verein? Durch Mitgliederbeiträge. Wir haben Mindestbeiträge, aber vor allem auch durch Spenden. Weil die meisten, die Mitglieder sind, die sind grosszügig und wir meistens noch sehr grosszügig erhöhen. Wer kann denn da Mitglied werden? Das ist jedermann, der einfach Freude wecken und in Kindern oder jungen Erwachsenen die Möglichkeit geben, ein anderes Erlebnis zu haben und mal entspannt können, auf einem Ross zu sitzen und ganz anders mitzugehen und das zu spüren. Könnten das auch Firmen sein? Das wäre wunderbar, wenn Firmen uns unterstützen würden. Das wäre ganz toll. Das wäre eine Möglichkeit für eine Weihnachtsaktion mal zugunsten von Leuten, die das nötig hätten. Muss man dann Mitglied sein, Herr Hess, wenn man vom Verein profitieren will? Nein, überhaupt nicht. Der Verein ist genau für die da, um das zu unterstützen, aber Mitglied muss man nicht sein. Freut uns natürlich, wenn man auch Mitglied wird, aber das ist nicht Bedingung. Ich habe ja gelesen, in diesem Verein arbeiten alle ehrenamtlich, das heisst ohne Lohn. Ich nehme an, dass die Spenden, Gelder, die dann einfließen, vollumfänglich den Behinderten zugeführt werden. Ja, das ist es oft, da sind wir auch stolz. Wir brauchen ganz wenige Prozent, 3-4% für Kosten, die wir haben. Aber das ganze Spendengeld kommt vollumfänglich Behinderten zugute. Was persönlich motiviert Sie, ehrenamtlich den Job zu machen? Freude können zu erleben von diesen Behinderten, das ist der Lohn. Ein Lachen von diesen Behinderten, das ist mein Lohn. Ich bedanke mich für das kurze Interview und ich wünsche Ihnen sehr viel Glück für die Zukunft und dass Sie ganz viele neue Gönner finden und neue Mitglieder. Herzlichen Dank. Ja. Was gefällt Ihnen da sehr gut? Das Reiten. Einfach Reiten und Ferien machen, einfach mit anderen Leuten. Und Sie haben immer das gleiche Ross? Ja, ab und zu das gleiche und ab und zu ein anderes Ross. Aber die Haupttag ist das Ross. Bei mir ist Doris, Inhaberin vom Ponyhof Schwarzenberg. Doris, ich habe noch eine Frage an dich. Für wer eignet sich heilpädagogisches Reiten? Heilpädagogisches Reiten machen wir für Kinder, Erwachsene, je mit einer geistigen Behinderung oder mit einer körperlichen Behinderung oder mit Verhaltensauffälligkeiten. Was haben die für Möglichkeiten für Menschen mit einer körperlichen Behinderung aufs Ross zu kommen? Wir haben eine Rampe geschenkt bekommen. Wir können mit dem Rollstuhl direkt von der Reithalle über die Rampe auf 2 Etagen, um auf je verschiedene grosse Rosse aufsteigen und wir haben einen Kran mit einem Stuhl, wo man die Leute aufs Ross aufziehen kann. Ich komme schon manches Jahr schon reiten und ich kenne das Ross hier, weil ich das Ross immer habe zum Reiten. Und das Reiten tut mir auch gut und wenn ich auf dem Ross oben bin, danach kann ich alles vergessen hier und bin ich ein ganz anderer Mensch. Ja, und dann bin ich einfach mit den Gedanken beim Ross. Ja. Was schätzen Sie am Verein? Dass er uns unterstützt, weil vor allem ihn. Er hat eine sehr gute Betreuung hier oben und es ist wahnsinnig toll für die Kinder. Und wir als Eltern sind eben auch aufgehoben und das ist super. Werden auch Sie Mitglied oder Gönner vom gemeinnützigen Verein und holen sich jetzt mehr Informationen unter www.ponyhof.ch. Hä?